Unser Antrag berührt ein Thema, das die AfD und auch viele Menschen schon seit längerem umtreibt. Ich möchte eingangs vielleicht noch mal mit den typischen Vorurteilen aufräumen, die immer denjenigen entgegengehalten werden, die die Gender-Ideologie kritisieren. Es geht uns keineswegs darum, irgendwie die Differenzierung von Männern und Frauen beispielsweise im medizinischen Bereich in Frage zu stellen. Das ist selbstverständlich, dass man hier natürlich auf die unterschiedliche Biologie von Männern, Frauen Rücksicht nimmt. Es geht des Weiteren auch beim Thema Gender und Gender-Ideologie auch nicht um Frauenrechte. Es ist also kein Angriff gegen den Feminismus. Es ist interessanterweise sogar so, dass kluge und aufmerksame Feministinnen derzeit bemerken, dass ihr Lebenswerk, ihr jahrelanger Kampf ebenfalls zur Disposition steht. Denn wenn die Existenz von biologischen Frauen in Frage gestellt wird, dann ist natürlich auch der Feminismus einer seiner Kerngedanken beraubt. Und deshalb haben wir bei diesem Thema Verbündete, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind. Ich darf zitieren aus einem Aufsatz, den Alice Schwarzer verfasst hat zum gleichen Thema. Und sie stellt hier die berechtigte Frage, Zitat Alice Schwarzer: Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet im Namen des Feminismus die Geschlechterrolle nicht abgeschafft, sondern auch noch vervielfacht wurden? Also die Geschlechterrollen wurden nicht abgeschafft, sondern vervielfacht. Und sie kritisiert weiter das Leugnen der Existenz von Männern und Frauen. Und genau da wird es aus unserer Sicht höchst problematisch, auch für die Wissenschaft, wenn inzwischen Vertreter der Biologie unter Druck geraten, wenn sie Vorträge halten wollen. Wir hatten den Fall hier an der Humboldt-Universität, in denen es um nichts anderes geht als um die Biologie von Mann und Frau. Dann sehen das die Vertreter der Gender-Ideologie bereits als einen Angriff auf ihr Dogma, das eben, und das Bernd Baumann hat es erläutert, eben davon ausgeht, dass das Entscheidende gar nicht sei, was man sozusagen ist, sondern wie man sich fühlt und was man tut. Doing Gender ist deshalb das Programm der Gender-Ideologen. Man könne jeden Tag sein Geschlecht frei wählen, frei definieren. Und das geht natürlich dann bis in die Sprachregelung hinein, sodass an einigen Universitätsseminaren, bevor überhaupt begonnen wird, jeder erst einmal sagen muss, welche Pronomen er denn jetzt heute für sich gewählt hat, wie er angesprochen werden möchte. Und da begnügt man sich ja auch inzwischen nicht mehr nur mit zwei oder drei Pronomen, also das geht ja auch noch, sondern es wird vervielfacht. Ne? Und also das ist schon, eine irre Geschichte, und zu Recht verstehen das die Menschen nicht und kritisieren das. Und es wird vor allen Dingen auch problematisch, wenn eine solche abstruse Vorstellung, die also nicht mit den biologischen Tatsachen in Einklang zu bringen ist, nun auch noch in die Schulen hineingebracht wird. Und an der Stelle, damit Sie mal sehen, dass wir hier auch nicht alleine auf dem Posten stehen, darf ich vielleicht mal zitieren, was dazu der frühere langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, geäußert hat. Ich zitiere Heinz-Peter Meidinger: Meiner Meinung nach, so Meidinger, werden hier Schulen für politische Zwecke missbraucht. Dahinter stecken der Wunsch und die Vorstellung, über Kinder und mit Hilfe der Schule die Gesellschaft verändern zu können, wenn nötig auch gegen den Willen einer Mehrheit der Bevölkerung und auch gegen den Willen der Eltern. Und da wird es aus unserer Sicht höchst problematisch, wenn ich versuche, über die Vorherrschaft in den Schulen oder wie ein früherer SPD-Politiker es mal ausdrückte, die Herrschaft über den Kinderbetten, versuche, die Gesellschaft zu ändern, einen neuen Menschen zu schaffen. Dann bewegen wir uns nicht mehr in einer Demokratie, sondern sind wir auf dem Weg in eine Diktatur, und zwar in eine Gender-Diktatur. Und wir als AfD stellen uns deshalb hier entschieden dagegen. Wir betonen das Recht der Eltern, das auch grundgesetzlich verankert ist, über die Erziehung ihrer Kinder ein entscheidendes Wort mitzureden. Hier hat die Schule eine Hüterfunktion und darf nicht gegen den Willen der Eltern beispielsweise, wie wir das in den USA erleben, durch Pubertätsblocker und anderes, die Kinder in eine Identitätskrise stürzen, in einer Zeit, wo sie den Schutz der Schule brauchen, den Rückhalt aus dem Elternhaus brauchen, wo sie ohnehin Probleme häufig haben während der Pubertät. Und wenn dann noch diese Genderfrage in sie hineingetragen wird,
dann ist das, versündigen wir uns wirklich an unseren Kindern. Wir wollen das nicht, wir wollen das hier zurückdrängen und wollen die Gender-Ideologie dahin verbannen, wo sie hingehört, in esoterische Zirkel, die sich gerne frei treffen können und diskutieren können. Aber sie gehören nicht in unsere Schulen, sie gehören auch nicht übrigens in den öffentlichen Rundfunk. Und da hören wir ja, dass, glaube ich, ARD und ZDF sich stillschweigend wieder vom Gendern verabschiedet haben. Und das ist auch gut so. Dem sollten andere bitte folgen, diesem Beispiel. Dankeschön. Fragen dazu, bitte. Anträge zur Bildungspolitik auf Bundesebene sind ja gut wie chancenlos. Das ist Ihnen aber dann auch schon bewusst. Also der Antrag wird ja sowieso abgelehnt. Und selbst wenn er durchkäme, ist das ja Bildungshoheit der Länder. Also was ist sozusagen der Zweck der ganzen Sache? Also wenn Sie die Bildungsdebatten verfolgt haben in den letzten Jahren im Bundestag, dann ist es inzwischen so, dass viele Themen, die eigentlich von den Ländern bewältigt werden müssten, inzwischen nicht nur auf Bundesebene diskutiert werden, sondern auch der Bund zunehmend die Bildungspolitik mitbestimmt. Häufig durch Geld, durch den goldenen Zügel. Sie sehen das bei der Digitalisierung. Sie sehen das auch, wenn es um die Frage geht, wie die Schulbauten unterhalten werden sollen. Also hier wird natürlich auf Bundesebene, werden auch solche Themen diskutiert. Und wir wollen damit natürlich auch eine Signalwirkung entfalten. Das Thema wird selbstverständlich von unseren Landtagsfraktionen auch gespielt. Wir halten es aber für so zentral, dass auch auf Bundesebene prominent darüber gesprochen werden muss. Und schlussendlich geht es ja hier nicht nur um die Schulen, sondern wie unser Antrag das ja auch formuliert, es geht ja um den Angriff, die Bedrohung für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ja, und beim Thema Wissenschaft, dann sind wir natürlich im Bereich der Hochschulen, sind wir auch im Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und hier hat der Bund sehr wohl eine genuine Zuständigkeit und sollte hier insofern auch natürlich gemeinsam mit den Ländern einer vollkommen unwissenschaftlichen Ideologie einen Riegel vorschieben. Noch Fragen dazu? Bitte, da noch. Herr Fromming, Sie haben ja gerade Alice Schwarzer erwähnt. Haben Sie denn schon Kontakt aufgenommen? Ist es denkbar, dass Alice Schwarzer auch mal in einer Fraktion der AfD im Bundestag auftritt? Also das finde ich ist eine ausgezeichnete Idee. Ich habe zwar mit meinen Kollegen noch nicht gesprochen, aber ich vermute mal, Sie würden das auch gut finden. Vielleicht sollten wir Sie mal einladen. Ich weiß nicht, ob sie käme, aber wir lesen Ihre Beiträge aufmerksam. Teilen die auch hin und wieder gerne, liken sie. Ich weiß nicht, ob das inzwischen auch umgekehrt gilt. Also wir stehen an der Seite aller aufrechten klassischen Feministinnen. Wir stehen übrigens auch an der Seite aller Homosexuellen, deren Identität ja auch durch die Gender-Ideologie in Frage gestellt wird. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Noch Fragen dazu? Bitte. Eine Online-Frage. Erhalten Sie bei diesem Thema auch positive Signale aus anderen Fraktionen, namentlich der Union? Ja, wie Kollege Baumann schon angekündigt hat, gibt es ja möglicherweise eine weitere Allianz in einem Bundesland in Thüringen. Dort hat die CDU ja sogar diesen Vorstoß unternommen. Und selbstverständlich werden die Kollegen in Thüringen, da kann vielleicht der Kollege Brandner noch Näheres zu sagen, ich würde mich wundern, wenn Sie dem CDU-Antrag nicht zustimmen würden. Kollege Brandner aus Thüringen. Auch das noch. Thüringen ist ja schon weiter. In Thüringen gibt es ja schon einen Antrag, der mit der Mehrheit von CDU und AfD im Thüringer Landtag angenommen wurde, der Antrag eben auf Gendersprache im Rahmen der öffentlichen Verlautbarung zu verzichten. Dieser Antrag ist angenommen worden vom Thüringer Landtag und die Thüringer Landesregierung hat dann gesagt, ja, ist ja nur ein Antrag, ist ja kein Gesetz, wir machen trotzdem weiter, wie wir wollen. Also, und dann kam jetzt sozusagen der nächste Schritt, dass die CDU gesagt hat, jetzt legen wir einen Gesetzentwurf vor und zwingen sozusagen per Gesetz unter anderem die Landesregierung dazu, darauf zu verzichten. Also die Mehrheit gibt es, die Mehrheit war schon mal da, die Landesregierung hat sich aber nicht an die Mehrheit des Landtags gehalten, sodass jetzt der nächste Schritt erforderlich wurde und für mich steht außer Zweifel, ohne jetzt den Thüringern vorgreifen zu wollen, dass natürlich da die AfD zustimmt, klar. Bitte. Dazu würde ich gerne nochmal nachfragen. Haben Sie da einen Zeitplan, wann das jetzt irgendwann auf der Tagesordnung steht in Erfurt? Nein, also da bin ich nicht drin. Es war mal angekündigt für November, irgendwie Anfang November.
Aber was wir auch mitkriegen, dass die Bundes-CDU mit allen Mitteln versucht, da die Thüringer davon abzuhalten, kann sein, dass sich das noch verzögert. Aber wir haben ja die Landtagswahlen im nächsten Jahr und da werden die Aufrechten in der CDU, wenn es die denn gibt in der CDU Thüringen, rechtzeitig die entsprechenden Signale geben, wenn sie darum kämpfen, irgendwie wieder einziehen zu können und sich auch zu behaupten im Wahlkampf. Das wird spannend werden. Es gab ja noch die Frage, unser Antrag wird von anderen abgelehnt hier im Bundestag, haben wir hier Koalition, da kann ich nur noch mal ergänzend sagen, auch unsere ganzen Anträge zur Migration, Migrationsbegrenzung, Grenzkontrollen, Sachleistungen, Familiennachzugsbegrenzung, diese ganzen Punkte hat die CDU abgelehnt in 16 Jahren, auch jetzt die ersten Jahre abgelehnt und jetzt übernimmt sie alle von uns, die sie vorher abgelehnt hat. Sogar die Regierung kommuniziert zumindest, dass der eine oder andere Punkt aus unseren Forderungen sie übernehmen könnte. Daran sehen Sie, auch bei Gender gehen wir wahrscheinlich nur voran. Sind wir nur die Speerspitze dieses Kampfes, dieses Rollbacks gegen den linksgrünen Mainstream, den es in allen westlichen Ländern gibt.